Hallihallo und weiter geht's mit der nächsten Instanz in WoW. Wir sind in der Höhle der Wehklagen. Glaube ich. Des Wehklagen heißt. Na gut, kann ich mit leben. So, und wir haben hier einen untoten Krieger, einen Hexenmeister, einen Schaman, einen Krieger. Wollen wir mal gucken, wie es so läuft. Wo ist der Krieger? Wo ist der Schamane? Damage-Krieger, dann ist das unser Tank hier. Dann soll er mal vorgehen. Warum hat der jetzt schon Beute gekriegt? Naja, mir egal. So, diesmal kämpfen wir scheinbar gegen ein paar Dinos. Na gut, wenn wir die halt jetzt noch treffen würden, anständig, ne? Ich will den Kirchen an, lass mich den Kirchen an. Kann ich denn nicht Kirchen? Das ist jetzt doof, wenn ich den nicht Kirchen kann. Aber naja, muss ja nicht unbedingt. Kriegen wir auch so irgendwie hin. Balk, den kriege ich ja. Vielleicht zählt es schon als Kirchnern. Weil das ist eine Quest. Ja, das ist jetzt doof, ne? Vielleicht muss ich da warten, bis das meine Beute ist quasi. Kann ja sein. So, und da hatte scheinbar irgendeiner von uns gerade ein Level Up, so wie das ausgesehen hat. Bei mir brauchst du ja noch ein bisschen bis zum Level Up. Aber das wird schon. Wir haben noch einige Quests, die wir dann abgeben können. Hier war erstmal der Dritt und dann das da. Oh, jetzt wird es schon ein bisschen schwerer, unseren Tank hier so ein bisschen die Akro zu klauen. Ah, das ist eigentlich besser für mich, wenn ich es nicht versuche. Also sterben ist irgendwie so ein bisschen uncool. Mal weg. So, wo ist unser Krieger? Der läuft da lang. Dann laufen wir einfach mal schön brav hinterher. Der wird ja wohl wissen, wo es lang geht, hoffentlich. Gehe ich zumindest von aus. So, noch mehr Dinos. Irgendwie gibt es da nicht so viel Interessantes zu sehen in der Emi. Außer Dinos. Aber das kommt ja vielleicht noch. Vielleicht kommt noch irgendein ultra cooler Gegner oder sowas. Joa, Schaden ist schon okay, finde ich. Weiß ja nicht, was die anderen so machen. Rundschild des Ausgrabungsleiters brauche ich nicht. Höflich Magier. Oder hinten glitzert was, das will ich haben. Das holt sich unser Schamane schon. War ich zu langsam? Das ist doof. Brauche ich die eigentlich auch für irgendeine Quest oder so? Schlangenflaumen hier 5 Stück, ja, brauche ich. Das heißt, dass wir uns dann nachher da wohl drum kloppen dürfen. Da hinten ist noch eins, das hole ich mir dann gleich mal. Oh, meins, 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 meins. Gib mir das. Bei Quest-Items bin ich so ein bisschen egoistisch. Guck, den kann ich jetzt häuten. Warum kann ich den jetzt häuten? Küche rein und ich hochkomme. Das ist jetzt doof. 60 bis 10, so 70, da fehlen mir noch 10 Punkte. Das ist jetzt mega doof. Stoffrobe. Brauche ich nicht wirklich. Gib mir das da unten. Oh, vielen Dank. 2 von 5. Kann ich mitleben. Fehlen nur noch 3 Stück, die sollte ich aber hoffentlich auch noch irgendwie geklaut bekommen.
Kann ich jetzt schon wieder. Doch, den könnte ich jetzt schon wieder holen. Warum kann ich den nicht? Na, egal. So, da kommt ein Ektoplasma an. Natürlich auf mich losgeht. Ich glaube zumindest, ich habe es gerade irgendwie angelockt. Ich bin mir da nicht sicher. Nein! Das habe ich jetzt übersehen, leider. Da hinten ist noch was, das schnappe ich mir aber. Hoffentlich. Habe ich jetzt nicht genug Chi gehabt, um das einzusetzen, okay. Dann schnappe ich mir das mal schnell, bevor es jemand anders tut. Da musst du noch mehr von dem Zeug. Ich meine, die können ja nicht irgendeine Quest geben, wo man sich dann gegenseitig ja das Zeug klaut, aber bevor ich es dann nachher übersehe oder so. Ich bin dann lieber gleich geholt. Unser Knöchel. Das war's. So, wir haben die eine Quest jetzt fertig. Coolerweise. Das war jetzt aber nicht ich. Diesmal bin ich unschuldig. Nicht weglaufen. Ja, der Dritt macht auch ziemlich geil Schaden, muss ich sagen. So, da hinten. Anacondra. Klingt interessant. Säuberung der Höhlen ist auch eine Quest. Eine einzelne sogar. Nee, hier müssen wir vier Typen töten. Niemand besteht gegen. Warum habe ich jetzt meine Ding umgestellt? So, die Druidin ist Geschichte und der schläfert mich ein, der Drecksack. Oder die Drecksäckin da. Wie auch immer, los, lass mich Schaden machen jetzt hier. Mann. So, hauen wir einfach mal unsere Fäuste drauf. Und das wirkt sogar gegen den. Das ist natürlich sehr nice. Ah, die macht mir ordentlich Schaden mit was auch immer. Ich hab's gerade noch nicht so ganz rausgefunden. Geh da weg von meinem Ding. Von meinem Schlangenform. Nein, 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 nein. Dafür hole ich mir den Ledergürtel. Jawohl, geil. So ein Set-Item. Das ist sehr schön, das gefällt. Vielleicht laufe ich die Insel noch öfters, um das Set zusammenzukriegen, falls man das dann denn hier irgendwie zusammenkriegt. Das müsste doch eigentlich hier irgendwo stehen. Rüstung, ja, die Rüstung gibt's noch. Die Hosen gibt's noch. Ja, hier müsste es alles geben. Das ist schön, schön, schön. Schön, schön. Ich brauche aber noch so eine Blümchen. Zwei Stück. Wieso töten wir den jetzt? Komm du zum. Ich muss mal. Das erzeugt auch Bedrohung wahrscheinlich, oder? Nehme ich mal an. So, da hinten ist ein befreundeter NPC. Mal gucken, was der von uns will. Hat sich da schön schlafen gelegt, die faule Sau. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Hallo nach Alex, aufstehen. Scheinbar will er das nicht so ganz. Na gut. Dann halt eben nicht. Ist hier irgendwo eine Blume oder so? Nein, leider nicht. Keine Blume für mich. Schade eigentlich. Warum ist unser Schamane eigentlich ein Wolf, wenn er heilen soll? Hm. Und nun? Was ist hier los jetzt, bitte? Questlo.
in der Höhle. Was ist da jetzt los? Ja, meine Teamkollegen fragen sich auch schon, was los ist. Also irgendwie haben wir alle keine Ahnung, was wir jetzt tun müssen, so wie das ausschaut. Dann würde ich sagen... Zurück, oder? Laufen wir mal dem Hexenmeister hinterher. Der sieht aus, als wüsste er, was er tut. Vielleicht. Ja, wobei, vielleicht auch doch nicht. Ja, weniger habe ich das Gefühl. Aber sie laufen alle hinterher, bis auf... Warte da. Hey, bin ich jetzt zu doof zum Zählen, oder was? Eins. Drei, vier. Einer fehlt doch. Wo hat der jetzt den Schlangenflaum... Schlangenflaum schon wieder geklaut? Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Einfach mal da runter zu dem. Lülülülü. Das ist zu weit. Da hinten ist noch ein Flaum. Los, Krieger. Geh vor, geh vor. Braver Krieger. So ist gut. Na ja, toll. Das ist meins. Ich brauche aber noch eins. Eins brauche ich noch. Wenn der hier nicht schneller laufen würde als ich, ne? Eigentlich ist es ja... so ein bisschen dreist oder mit der Gruppe darum zu konkurrieren. Aber das ist mir gerade egal. Bin so gemein. Bin egoistisch. Wow, 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 wow. Gut. Kommen neben den Schlangen auch langsam, neben den Dinos auch langsam die Schlangen hier raus. Druidin. Geh mal vor da. So gefällt mir das. Und ich brauche den... Fick dich doch! Blöder Penner. Mach lieber mal Schaden. Das nächste Ding hole ich mir auch im Fight. Ist mir jetzt egal. Ja, die nehme ich. So, jetzt haben wir die Quest auch gemacht. Na toll, jetzt schläfert der mich ausgerechnet wieder ein. Wieso werde eigentlich ich immer eingeschläfert? Blöder Penner. Das heißt, man Fäust ins Gesicht. So, und dann wäre die eine Quest auch schon wieder zur Hälfte erledigt. So. Wow, jetzt habe ich 10 da. Mann, nicht mich. Das gefällt mir gerade. So, hoffentlich droppt jetzt das nächste Item. Jawoll, ja. Und ich bin ja eh der einzige Leder... Na, der Charmi noch, aber der ist ja sowieso ein Heiler. Das heißt, er kann damit gar nichts anfangen. Das heißt, das Lederset werde wohl ich abstauben. Gucken, wie das so aussieht. Zieh mal den Wappenrock da aus, bitte. Ja, yeah. Zieh ihn wieder an. Muss ja zum Glück nicht gut aussehen. So, die kann ich auch nicht häuten, das ist ein bisschen doof. Da brauche ich 90 sogar. Aber
das kriegen wir noch hin. Und gleich beide gleichzeitig. Lasst eurer Wut freien Lauf. Okay. Dann lasse ich meiner Wut mal freien Lauf hier. Ja, das war ein bisschen gewastet jetzt, aber macht ja nichts. Hat ja nicht eine Stunde Cooldown oder sowas. Im Gegensatz zu dem hier. Ja, es sind auch nur 2 Minuten, aber egal. Es ist gefühlt länger. So, der da greift noch an. Da ist noch Kupferader. Ja, Mann, ey. Wieso krieg ich immer das ab? Oh, holen wir uns halt die Kupferader hier. Wollen wir sie jetzt im Krieger wahrscheinlich geklaut haben? Oh, zweihändiges Schwert brauche ich nicht. Sammeln wir trotzdem hier mal alles ein. Eine Banane. Eine Banane. Und Tel Abi. Was auch immer. Und da hat unser Krieger ein Level abgekriegt, glaube ich. War der nicht am Anfang 20 oder war der wirklich 21? Da verwechsel ich ja gerade was. Nee, 2 Level wären ein bisschen zu dreist. Das wäre komisch. Das haut nicht hin. So, jetzt haben wir erstmal unseren Skill hier rein. Ach du Kacke, hohe Bedrohung. Jetzt greifen sie mich an. Na gut, ich habe aber auch gerade schon ordentlich Schaden rausgehauen. Ich weiß gar nicht, wie das da ist, ob das dann zusammenzählt oder für jeden Einzelnen zählt. Ich bin ahnungslos. So. Wie viele Schlangen haben die hier eigentlich? Das geht mir langsam ein bisschen auf den Sack. Die ganze Zeit dieselben Gegner hier. Ein bisschen Abwechslung wäre natürlich nämlich auch ziemlich geil gewesen eigentlich, aber okay. So, gehen wir erstmal auf den hier los. Dann können wir jetzt hier mit unserem AOE wieder reinhauen. Sehr schön. Müssen wir unbedingt danach echt mal so ein Damage-Meter runterladen. Das interessiert mich gerade, wie ich so abschneide im Vergleich. Ich glaube, ich bin gar nicht mal so gut. Vor allem, wenn ich meine Leiste da schon wieder wegmache. Ah, da ist der dritte Gegner, den wir umboxen müssen. Tun wir das doch gleich mal. Machen wir mal ordentlich ins Gesicht. Oh ne, nicht schon wieder ich. So ein Penner. Wieso ständig auf mich? Ne, verwandelt er sich. Ach fuck, jetzt war die falsche Skillung. Der falsche Skill. So, Ruppe der Mukasin, die brauche ich nicht. Die ist ja was für unseren Hexenmeister, glaube ich. Ja, der Hexenmeister hat sich geschnappt. So, dann laufen wir einfach mal unserem Schaman hinterher. Wenn der da runter springt, dann scheint es schon zu funktionieren. Ich kriege eh weniger Fallschaden als ihr alle. Meinst du, kannst mir jetzt davonrennen oder was, hä? Falsch gedacht, Kollege. Wieso bin ich eigentlich schneller als der, obwohl der nur 30... obwohl ich der 5% mehr Ding kriegen sollte eigentlich. Wo geht's denn jetzt hin? Ich laufe einfach mal dem Charmy weiter hinterher. Er sollte das regeln. Ups. Warum weichen die Gegner eigentlich die ganze Zeit aus? Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Das ist so weit gekommen. Na gut, das sind ja normale Gegner, die kriegen wir so kaputt. Ohne Tank. Und ich kann sie trotzdem nicht häuten. Das ist so ein bisschen dämlich. Muss ich dann nachher nochmal zurück und ein bisschen Linksbums aufleveln.
damit das hinhaut hier. So, sehr schön. Beide gleichzeitig verhauen. Na hopp, lass den dann mal kaputt machen. Was ist das denn? Scheinbar irgendwas, was mal gut kaputt hauen sollte. So, machen wir den Skill dann noch, dass das Ding dann noch kaputt geht. So, abgenutzter Schildkrötenpanzer. Brauche ich nicht, kann ich nicht benutzen. Was steht denn da für ein fettes Ding dahin? Scoop. Klingt interessant, klingt aber auch nicht so sonderlich furchterregend, um ehrlich zu sein. Mystische Handschuhe brauche ich nicht. Willenskraft ist unnötig. So, und dann mal drauf da. Krieger, hallo? Hallo, Krieger. Krieger. Ach, da ist er, das ist der Krieger. Na gut, und drauf da. Zu wenig Energie gibt es ja wohl gar nicht hier. Hau mal halt mal wieder ein paar pure Fäuste raus, um meine Energie währenddessen zu regenerieren. Weil das ja sowieso total krank ist mit meinen Gratis-Spells, die ich da die ganze Zeit kriege. So, das hat noch 10 Sekunden, dann kann man jetzt mal ein bisschen von den Blackout-Tritten raushauen. Wieder so eins. Und nochmal vorre Fäuste, dann sollte der Gegner eventuell erledigt sein. Zumindest fast. So gut wie, sagen wir es mal so. Nicht weglaufen. So, was hat er denn Schönes für uns? Ein Cape. Das Cape des Dunkels. Bewegungsstärke, Beweglichkeit. Das brauche ich auf jeden Fall schon mal nicht. Aber das. Ja, nö. Aufs Aussehen muss ich jetzt sowieso nicht gucken. Ich habe ja sowieso den Umhang ausgeblendet. Mal sehen, wie er aussieht. Ja, sieht ganz so geil aus. Es ist gut, dass er ausgeblendet ist. Sagen wir es mal so. So. Unser Krieger leckt. Das ist gar nicht gut. Dann muss der hier wohl weiter tanken. Tank mal weiter hier. Ah ne, der kommt da schon. Und mehr Druiden. Ich hätte gerne mal dazu so ein paar Dungeons mal so eine Story oder sowas. Aber ich glaube, da kommen wir nicht ganz mit hin. So, und warum bricht der Angriff nicht ab, wenn ich ihm sage, er soll auf mich zulaufen? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber okay, was ist das denn? Ich glaube, es ist besser, wenn es tot ist. Würde ich mal so vermuten. Schneller wie du. So, was macht der denn da? Grüne Hände, schöner Leuchten. Oh, gleich mal gestunt und unterbrochen. So wie es gehört. So, Waffen tut auch irgendwie niemand was. Weiß nicht, ob die darauf keine Lust haben oder es nicht können. Aber wenn da der Buff angezeigt wird, dann müsste doch rein theoretisch auch jemand da sein, der den Buff. Oder es wird nur angezeigt, weil die Klassen theoretisch buffen könnten, aber es noch nicht können, weil sie es nicht gelernt haben. Weiß ich nicht. Könnte beides sein. So, Erdwurzel nehme ich mal mit. Was auch immer das sein mag. Kräuterkunde-Zeug. Klingt zumindest danach. So. Ja, wie will denn ein Ektoplasma-Klumpen meinen Schlag parieren? Und der Offiziershammer der Ausdauer, das brauche ich. Könnte ich als Mainhand. Den nehme ich mir mal.
Ich muss näher ran. Den nehme ich mir mal. Wo ist er denn? Da ist er. Sehr schön. Ich habe auch noch keine Ahnung von den Waffen so als Mensch. Was man die so brauchen könnte. Außer für die Stats. Ob da jetzt zwei Waffen besser sind oder eine, ich weiß nicht. Könnte dann halt mehr Schaden machen, wenn ich da meine Combo raushaue, wenn ich eine langsame, starke Waffe habe. Zumindest war es beim... Oh, fliegende Schlangen. Ich kann Leute wiederbeleben. Wuhu. Vielleicht brauche ich das ja mal irgendwann. Was ist das denn? Segelt, das probiere ich erst mal aus. Segelt mit Geschwindigkeit vorwärts. Oh, geil. Das ist ja richtig geil. Das mache ich gleich mal hier hin. Tausche ich dich mal um hier. So ein geiler Skill. Fliegt nach vorne und kann dann wieder landen und fügt Schaden zu. Das ist richtig geil. Muss ich ein paar Mal ausprobieren hier. Am besten jetzt so. Ja, so nicht. Das war jetzt ein bisschen verkackt, muss ich sagen. Aber okay. Gut, wir haben einen Feendrachen. Ja, okay. Kenne ich noch von Dota damals. Puck. Oder wie er hieß, glaube ich, war das. Dieses Modell. Oder so ähnlich. So, jetzt wird's aber was hier. Kostet ja keine Ding. Bam! Und gleich mal die Doppelkombo. Also ich muss sagen, Mönch gefällt mir immer mehr. Vor allem mit diesem Skill hier, Dick. Auch wenn ich nicht so interpretieren kann, was auf diesem Bildchen ist. Genauso wie auf dem oder auf dem oder auf dem oder auf dem oder auf dem. Aber das ist mir egal. Sieht ziemlich awesome aus, dieser fliegende Schlangentritt. Was haben wir denn hier noch? Lord Serpentis. Sind wir gerade auf dem Weg dahin. Und wer dann der Ewiglebende? Ups. Das war die falsche Taste. Scheiße. Scheiße. Okay, das war jetzt nicht so geplant, aber läuft schon. So, wenn ich das jetzt hier so mache, dann kann ich das hier so raushauen und mega Damage raushauen, eigentlich. Giftschwinge, okay. Das klingt auch sehr interessant. Heilbänder der Willenskraft, auch kein Schwanz. So, hier ist noch ein bisschen Loot. Schon Silber. Nehmen wir mit. Und nehme ich mal an, dann geht's hier weiter hoch. So, Schamane schon hinläuft. Warum auch immer der die ganze Zeit in dem Wolf rumrennt. Und gleich mal wieder die Tigerklaue. Sehr schön. Und nochmal. Vielleicht könnte ich den da mal pullen. Ja, hat jetzt nicht so viel gebracht, wenn der Krieger zu vorlieg ist. Aber gut, er wusste ja auch nicht, was ich vorhabe. Muss man ihm zugute halten. So, erstmal das hier raushauen. Das hier zweimal Hieb. Und die dritte. Nicht schon wieder mich. Nein, 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 nein. Mann, oh. Warum immer ich? So, das ist sowieso mal grundlegend sowieso meins hier. Das da nicht. So, gib mir meine Schuhe bitte. Da sind sie. Oh yeah. Waffenkunde, Intelligenz erhöht. Was will ich denn mit Intelligenz bitte? So, wahrscheinlich weil es Druiden sind. Deswegen ist es ein Druiden-Set. Und erhöht die Intelligenz, aber gibt trotzdem nicht schlecht Ausdauer und so. Ich habe gar nicht auf die Set-Bonis geachtet, aber... Weil es macht denn Intelligenz? Sehe ich das hier irgendwo? War ja klar, dass ich wieder irgendwas abkriege. So, da oben müsste Intelligenz sein. Zaubermacht, kritische Zaubertrefferchance habe ich beide. Zumindest glaube ich nicht, dass das als Zauber zählt oder sowas. So, dann haben wir ja drei Quests erledigt. Das klingt schon mal sehr schön.
Wir haben hier aber noch diesen Typen da. Glaube ich. Nein, nein, nein. Da geht's lang. Der Typ, der da vorhin rumgegammelt ist, das dürfte der hier sein. Ich kann mich auch keinen Mutanus der Verschlinger erinnern. Deswegen nehme ich einfach mal an, dass er von da ist. Joa, ne? Weiß halt natürlich keiner, wie man da jetzt weiter. Wir könnten mal. Ich gebe auf jeden Fall erstmal die Quests ab. Würde ich sagen. Vielleicht ergibt sich ja da dann noch was. Weiß ich nicht. Aber werden wir gleich rausfinden. Und wir sind ja schon Level 18. Das heißt, wir sind gar nicht mehr mal so weit entfernt von unserem Reittier auf Level 20. So, wenn ich die Quest jetzt noch abgebe, dann dürfte es noch ziemlich viel. Ziemlich viel Erfahrung geben. Was haben wir denn hier Schönes? Serpentes Handschuhe, die sehen schon mal gut aus. Nee, Stoff will ich sowieso mal nicht hier. Pyras West ist Kette, das ist auch Kette. Dann nehmen wir doch die Handschuhe. Und ziehen die gleich mal an. Hier sind sie. Gucken. Wie jetzt so mein komplettes Set so aussieht so momentan. Die Hosen fehlen halt noch. Aber ansonsten. Cape des dunklen Rituals. Ach, das habe ich vorhin gekriegt. Das da wollte ich haben. Und spawnen jetzt wieder neue Gegner oder was? Ach, der Jünger hier, der sieht schon mal sehr interessant aus, muss ich sagen. Von nach Alex, das ist der Typ, der da rumgeschlafen hat. Ich glaube, wir haben vergessen, den einfach am Anfang mitzunehmen oder sowas. So wie das gerade aussieht. Aber jetzt haben wir ihn ja. Jetzt nehme ich mal an, können wir auch die Quest da erledigen. Hoffe ich zumindest. Und wenn er denn lebend dort ankommt, wo er hin will, was ist das denn? Maximale Gesundheit um 105 erhöht. Das scheint ein Buff zu sein von unserem Druiden oder sowas. Was ist er denn überhaupt? Da läuft er rum. Gucken wir uns den mal an. Wiederherstellung. Schamane. Wie levelt man eigentlich als Heiler? Ich meine, du kannst ja mit wirklich eigentlich nur in Dungeons was machen, weil du ja ansonsten null Schaden machst. Oder ich weiß nicht, ob man null Schaden macht, aber ich würde mal davon ausgehen, dass ein Heiler weniger Schaden macht als einer, der ja Schaden macht. Ergibt zumindest so in meinem Kopf so ein bisschen Sinn. Deswegen nehme ich das einfach mal so. Nehme ich das einfach mal so an. Und dass es so ist. Ja, ich weiß nicht, irgendwie stelle ich mir als Heiler-Level. Ich meine, du stirbst ja nicht. Oder ziemlich unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Du kannst dich ja immer wieder hochheilen oder sowas. Aber das macht doch trotzdem keinen Spaß, so zu leveln, oder? Zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Deswegen habe ich hier auch auf Schaden geskillt. Was war das denn? Zu viel Mana? Vielleicht? Ich weiß nicht. Aber okay. Jetzt habe ich Blubberblasen um mich rum. Bin ich Seifenblasenspender oder was? So, jetzt haben wir den Jünger von Naralex zu Naralex gebracht. Jetzt kann er den auch mal hier aufwecken, bitte. Er schläft halt auch wirklich. Er liegt in einem unruhigen Schlaf. So, dann rette du ihn mal, ja. Beschützt mich, tapfere Seelen. Ja, kann ich schon machen. Und dann geh du mal mitträumen. Hier Schlafmützen. Die machen eigentlich Alice diese Inni. Weil das ist ein Taure. Und Taure ist Horde und nicht Allianz. Deswegen frage ich mich gerade nur. Ja, das war schon fast ein bisschen zu weit. Das muss ich ein bisschen üben. Ist im Fight nicht ganz so geil einzusetzen, sondern mehr so vorm Fight, glaube ich. Meine fliegenden Schlangendritte. Ja, auch noch mehr Küchnerei. Ich lerne es auch nicht mehr in diesem Dungeon. Und wir haben ja schon eine mega lange Folge, sehe ich gerade. Dafür ist die letzte kürzer geworden.
ist das gar nicht so schlecht, wenn man jetzt hier mal ein bisschen einen längeren Dungeon hat. Ich weiß ja nicht, wie lang die Dungeons dann noch werden, ob die dann kürzer werden noch oder so bleiben. Weiß ich ja nicht. So, was haben wir denn hier? Ein Schmuckstück. Ausdauerintelligenz brauche ich eigentlich nicht. Leder, das brauche ich auch nicht. Kommt weg hier. Scharfe Klauen brauche ich auch nicht. Und da ist er doch, der Mutanus, der Verschlinger. Dann holen wir uns doch den da mal. Oh nein. Das war knapp. Zum Glück ist unser Tank da gekommen und unser Heiler hat uns... Auch wieso immer ich. Und unser Heiler hat uns noch geheilt. Höhle des Weglagen haben wir geschafft. Sehr schön. Sowas haben wir hier. Brauchen wir nicht. Schleimbezogene Polster brauchen wir eigentlich auch nicht. Also ich könnte die schon benutzen. Aber ist halt Intelligenz und Willenskraft drauf. Ist halt besser als nichts, aber ich will ja jetzt auch nicht unserem Hexenmeister hier die Loots wegrollen, die gar keinen Sinn haben, nur weil ich sie verwenden könnte. So, da fliegt er weg. Der Typ. Und das war's dann jetzt auch hier. Zumindest habe ich das in Erfolg gekriegt, deswegen nehme ich an, dass es das hier war. Dann gucken wir nochmal kurz in den Dungeon, aus dem Dungeon raus teleportieren. Ah, da kann ich das auch machen, okay. So, dann haben wir hier, die Stufe von Druck ist zu hoch. Ach, der kann nicht mehr in diese Dungeons rein. Was ist das denn für ein Blödsinn? Dass dieser Mensch nicht mehr in diese niedrigen Dungeons reinkommt. Okay, zum Glück haben wir das jetzt gemacht. Bevor wir zu niedrig sind, dann muss ich unbedingt noch in die... Was tust du denn? Ist ja langweilig. Ja gut, dann muss ich unbedingt noch in die Todesminen, bevor ich dafür auch zu hoch bin. Und dann werde ich diese Gruppe hier mal verlassen. Verlassen. So. Und dann sind wir wieder in freier Wildbahn sozusagen. Da, wo ich gewartet habe, wo ist das denn noch auf dem Umschlagplatz hier in Ashara, genau. So, was haben wir denn noch so? Machen wir das hier mal weg. Dann können wir noch in die Todesminen, dann hebe ich mir Bugschattenfang erstmal auf. Als nächstes kommen dann die Todesminen dran. Bevor ich über dieses Level-Dingsbums da drüber hinaus bin und ich da nicht mehr rein kann. Weil ich nämlich eigentlich so viel wie möglich mitnehmen wollte, auch erfolgemäßig. Gibt es ja scheinbar zu jedem Dungeon einen Erfolg irgendwo. Dungeon, Dungeon, Dungeon. Dungeon Schlachtzüge. Classic, 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 ja. Gut, ich war jetzt hier schon mal in Bug Schattenfang drin und im anderen Ding. Mit einem anderen Charakter. Aber in den Todesminen war ich ja auch noch nicht. Grotte, was gibt es denn da noch so? Zulfara, da kann ich mich noch dran erinnern. War ich damals mal drin, weil ich... Hat aber ewig gedauert, weil der Server leer war. Na egal, genug von damals. Widmen wir uns dem Heute und das Heute sagt mir, dass diese Folge jetzt mal langsam vorbei ist. Wir haben jetzt knapp 40 Minuten. Da hätte ich eigentlich zwei Folgen draus machen können, aber wie gesagt, ich versuche die Dungeons so in einer Folge reinzukriegen. Weil die ja mehr oder weniger, dass ich halt so die mehr oder weniger an einem Stück zusammenhängt habe. Vielleicht, wenn es zu krass wird, wenn, keine Ahnung, wenn ich da irgendwo so ein Dungeon finde, was weiß ich, hier so ein Dungeon, keine Ahnung, wie lange die dauern, ne? Wenn der dann halt 2 Stunden dauert oder sowas, dann werde ich da zuliebe meiner Internetleitung die wohl auch aufsplitten oder sowas, aber das werden wir sehen. Sind wir ja noch weit davon entfernt. Und ich verabschiede mich erstmal bis... Demnächst, vielleicht schiebe ich die Todesminen noch vorbei, zwischendrin rein, vielleicht auch erst die Quest, werde ich dann sehen, je nachdem, wie schnell ich die Gruppe finde. Also bis dann, tschüssi!